Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem weiteren Temo-Video. Ich hatte ja großes Unboxing gemacht, den Wasserteil haben wir schon, Wasserspender haben wir schon ausgepackt. Den muss ich halt noch testen, ob Wasser dicht hält und so. Ich mache die jetzt gerade am Stück, die Videos. Den ganzen Autozeug haben wir gemacht, jetzt kommen wir zu dem und dann kommen die Figuren. Und ich hoffe, dass die auch meiner Tochter gefallen werden. Süße kleine Sternilis. Wir nehmen uns mal den rosanen hier unten gleich mal vor. Ja, den biegt man so nach außen. Dann ist das hier offen. Wartet mal, ich zoome mal ran, dass ihr das seht. Für die, die davon keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Ich wusste das vorher auch nicht. Aber mit zwei Töchtern. So, dann, und dann biegt man das so zu. Und dann ist das Ding zu. Offen. So. Ja, und da haben wir dann hier so einen richtig kleinen, süßen Stern. Ah, hier so ein kleiner Pinüppelchen. Das sieht bestimmt schön aus im Haar. Macht dort das, was er soll. Ja, aber sie hat diese normalen Haarspangen, kennt ihr ja, die hat sehr hoch. Ja, diese stinknormalen Haarspangen. Ja, die auch so sind. Ja, aber die sind dann halt so lang, schmal oder an einer Seite ein bisschen breiter. Und dann hat sie mal welche gehabt, so mit Sternchen oder an Einhornformen. Die sind aber alle mittlerweile weg, im Kindergarten abangekommen. Tobenkinder, ihr kennt das. Ja, und dann sind die dann halt auch mal, fliegen die weg und dann sind die weg. Und jetzt hat sie halt nur noch die Standarddinger und breiter, dünner, hast nicht gesehen. Ja, und ich habe gedacht, jetzt so ein paar Sternchen, ja, wäre nicht schlecht. Ja, und für einen Euro noch was kann man nicht mitnehmen. Und wenn ich schon was bei Temu bestellen kann, ja, warum denn nicht halt für die Kleine noch was mitbestellen? Die Große hat ja schon was gekriegt. Das soll ich aber nicht zeigen. Fashion Jewelry Harm oder? Naja. Mal gucken. Ach, hier unten geht's auch raus. Ach. Naja, hätte ich gar nicht hier oben. Ach, naja, ich trottel ich. Ja, kann man. Ach nee, geht doch nicht. Ist zu. Hier oben. Ach so, das ist zum Anhängen, dass man. Ah, Luft, dass man dann draußen mal anhängen kann. Ich bin mal gespannt, wie der Kleine hier fallen wird. Ich werde euch berichten. Ich werde euch die auch verlinken. Wie gesagt, die gibt es auch in anderen Farben. Und auch ganz, ganz viele andere. Die haben auch 50er-Pack Haarspangen. Das werde ich das nächste Mal bestellen. So ein 50er Haarspangen-Set. Oder wahrscheinlich irgendwas mit Einhorn, ein 10er-Pack oder so. So kleine Sachen kann man dann immer mal mitbestellen. Für 2 Euro oder so. Das schadet nicht. Kann man immer gebrauchen. Vor allem die Kinder können es immer gebrauchen. So, denn die Verarbeitung ist sehr gut. Bevor ich das vergesse zu sagen, ich habe auch jetzt ja keine scharfen Kanten gehabt oder so. Hat auch alles funktioniert, was man machen soll. Und ich denke mal, für einen Euro paar Zerquetsche kann man da nichts verkehrt machen. Ja? Das soll jetzt auch dazu gewesen sein. Kurzes, knappes Video. Muss ja auch mal sein, wenn man nicht viel dazu sagen kann. Aber bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.